Herzlich willkommen zurück zu Herr der Ringe Online. Wie ihr seht, wir befinden uns immer noch in Irovinas. Die Questgebiete bzw. der Questabschnitt, wo wir gestern für die Zwerge noch die Orks und die Krimhan-Zwerge besiegt haben. Und nun fertig sind. Wir haben noch abzugeben in den einsamen Landen einmal das Rudel. Und dann werden wir uns zur Feste Gurut aufmachen. So, kurz gesagt und viel geredet. Wir werden jetzt wieder hier rausgehen. Die eine antike Vase werde ich jetzt mal ignorieren. Vor allem, ich weiß, wo die anderen gespawnt sind. Aber diesen Bereich werden wir uns definitiv einmal merken. Hier könnten wir das öfter mal vorbeischauen, wenn wir in der Gegend sind. Um halt... Oh, Moment, er gibt ja noch eine Quest. Zu den Eklan. Kommt und bleibt einen Augenblick. Und noch eine Aufgabe, die uns zu dem Ältesten in der Feste Gurut führt. Falls ihr gestern aufgepasst haben solltet, wir hatten wieder eine Rufsteigerung. Die habe ich natürlich offscreen weggeklickt. Titel, Biologie, Krieg, Fertigkeiten. Na, wo war denn der Ruf? Zierwerk. Natürlich reite ich erstmal durch sämtliche Halborks. Aber solange sie nicht kritten, sind wir schneller. Ja, wo war das nochmal? Ach, nehmen wir doch mal die zweite Reihe, das dritte Feld von... Links, der Ruf. Wie ihr seht, bei den Äglern haben wir inzwischen genauso einen Ruf wie bei den Menschen von Bree, nämlich freundlich. Das ist dann mit 25.000, dann kommt noch ein weiterer Ruf mit 30.000 und dann sind wir mit den Jungs verwandt. Und bei den Äglern sind wir ja auch schon relativ weit, da sind wir auch schon Freund. Das heißt, wir können auch schon deren Händler nutzen. Aber das werde ich euch gleich in aller Ruhe zeigen. Wir reiten die Strecke ja zweimal. Jetzt geben wir einmal das Rudel ab und reiten dann zur Feste Gurut. Auch wenn das jetzt wieder ein bisschen Hin- und Herlauferei ist. Aber das war von mir leider eine etwas schlecht organisierte Planung. Bin ich ganz ehrlich. Da habe ich Murks gebaut. Das hätte ich auch andersweitig haben können. Wie ihr seht... Wir haben wieder ein silbernes Geschenk, das heißt, ich bin in einer neuen Aufnahmesession und genutzt dann nämlich diese Aufnahme gerade um 9 Uhr morgens auf, statt wie üblich um 3 Uhr nachts. Was manche Leute sich Aber ausnehmen. Ich will halt auch vorankommen. So, was schmeißen wir eben raus? Irgendwas Einfaches, wofür wir nur eins haben. Raus. So, gucken wir uns eben an, was gibt der Stab? 20 DPS, er ist zwar besser, der ist wirklich besser als den, den wir ausgerüstet haben. Er gibt uns mehr Schaden, gibt uns Wille und Schicksal. Na, ich glaube, den Stab nehmen wir auch. Er gibt uns keine Folgeaufgabe. Das heißt, wir können jetzt zurückreiten zur Feste Gurut. Dafür nehmen wir mal die Hauptstraße. Und wie ich es euch bereits gesagt habe, sobald wir in der Feste Gurut angekommen sind, werden wir per Schnellreise nach Bree reisen. Dann vom Südtor zum Westtor, dann nach zum Festplatz, weil es schneller geht, und von da aus dann mit dem Mount nach Schragen, um in den Nordhöhen anzufangen. Da wir das Gebiet nicht unbedingt außer Acht lassen sollten. Weil mir ist nämlich aufgefallen, bei der Einleitung Nordhöhen, die Quest wächst mit. Die haben wir mit 25 bekommen und jetzt ist sie Stufe 28. Außerdem haben wir auch noch das große Hügelgrab, für das ich heute Abend versuche, also in der nächsten Aufnahme versuche, eine Gruppe zu finden. Da werde ich wahrscheinlich zwischen 25 und 30 suchen. Beim Hügelgrab in der Gefährtenkonstellation ist das meistens egal. Und ansonsten, wenn alle Stricke reißen, werde ich einfach mal gucken, ob ich auch einen höherrangigen Spieler kriege. Das Hügelgrab wird auch gerne gelaufen. Und von mir aus kann ich dann auch ein 40, 50er oder sogar 105er durchziehen. Wobei ich kein Freund vom Ziehen bin, das ich an dieser Stelle einmal anmerken möchte. So, wie ihr euch erinnert, hier lag die Ruine mit den ganzen Halborks. Und den insgesamt 4 Vasen. Hier ist die Zwergenhöhle drin, beziehungsweise in dem Felsen da hinten. Und da hinten die Ruine, das ist eine Spinnenruine. Da könnt ihr hervorragend unsere Spinnen farmen für das Gebiet. Kommen wir aber auch noch questtechnisch hin. Da hinten haben wir dann die Ruine
mit noch mehr Halborks. Und ich habe wieder mal was vergessen im Hintergrund auszumachen. Das tut mir leid. Ihr hört es garantiert im Hintergrund. Sollte euch aber eigentlich nicht auffallen. Beziehungsweise in den Ruinen müssten sogar die reinen Orks leben. Die nächste Ruine, die uns begegnet, die große hier, das ist die Feste Gurut. Unser nächster Questbereich. Wir kürzen einfach mal mit links durch. Wie ihr seht, hier gibt es auch noch ein paar Waage, die hier in Reihe und Glied über die Felder streifen. Und wenn wir in der Feste angekommen sind, werde ich die Zeit wieder nutzen, um einmal verkaufen zu gehen. Weil wir haben auch schon wieder Gegenstände im Überlaufbeutel, die raus könnten. Aber erstmal reite ich hier ein bisschen kreuz und quer, damit wir nicht unbedingt in die Akku reinkommen. Und vor allem, ich aktiviere die Reiterroute. Als allerwichtigste Reiterrouten grundsätzlich aktivieren, wenn man sie findet. Und wir haben den neuen Bert Bartelsmann. Bingo Boffin Tauschhändler, mal gucken. Schrift der schmeidigen Fuchses. Dann haben wir wieder ein paar. Hier ist Bingo Super Hutablage. Was brauchen wir dafür? Die Hutablage des Auenlandes. Also wie gesagt, die könnt ihr jederzeit immer mittauschen. Das ist ein sehr schönes Haus-Item. Vor allem, weil sich Bingos Hut immer wieder ändert. Der ist auch nicht schlecht. Und ansonsten wieder regulär ein bisschen Material für zum Ausrüsten. Wovon, da bin ich überzeugt, da lasse ich die Finger von. Man weiß nie, ob man die Münzen nicht doch später nochmal braucht. Aber wie ihr gesehen habt, jetzt tausche ich erstmal meinen ganzen Krams ein. Ist das schlimm, wer ruft denn um diese Uhrzeit an? Wer mein Telefon am Klingeln ist, lasse ich einfach mal nicht zu sagen. Und verkaufe erstmal. Was kann ich für euch tun? Gott, wer ist denn da so penetrant und lässt fast 2 Minuten klingeln? Oh Mann. Naja, wir werden es nie erfahren, weil ich bin nicht rangegangen. Und die Nummer war auch noch unterdrückt, aber egal. So, dann aktivieren wir mal wieder die ganzen Handwerksrollen. Da haben wir sogar Rezepte bei, die ich noch nicht kenne. Die Schneiderrolle lassen wir wieder übrig. Die geht wieder an Kathi rüber. Und wie ihr seht, haben wir jetzt wieder einiges am Platz frei. Ein Stück zurückgehen. Alles repariert und wir können uns dann den neuen Aufgaben der Feste Gurut widmen. Aber die nehme ich in diesem Zeitpunkt noch nicht an, weil dann haben wir keinen Questplatz mehr für die einsamen Lande. Ich grüße euch. So, wir schließen das Inventar mal wieder. So, verdiente Vertrauen. Und zu den Ecklein. Ich grüße euch. Ihr seht, die Quests geben echt viel EP. Aber er bietet sich auch gerade hier wieder an. Man ist ja so ein bisschen gefuchst. So, dann binden wir uns hier einmal neu. Statt im Brem. Das ist nachher besser zum Hin- und Hertransport. Hier finden wir unseren Rufhändler der Allianz. Wie darf ich euch heute helfen? Er gibt uns interessant, er gibt uns jetzt auch Questaufgaben. Dann gibt es natürlich auch noch einen Mount, was wir uns kaufen können.
Sobald wir den höchsten Ruf haben. Es gibt leichte Set-Teile, die wir tauschen können. Wenn wir Bauer sind, können wir für ihn, können wir von denen ein Rezept lernen. Wie ihr seht, das eine sehr gute Regeneration hat. Dann noch verschiedene Klassenbeutel für eure Klasse. Was ich mir auch mal eben gleich geholt habe, weil das Ding besser ist als das hier. Mal kurz im Vergleich. Wir kriegen Schicksal, Wille, Kraftregeneration im Kampf. Statt Moral mehr außerhalb des Kampfes. Dafür haben wir immerhin unsere Ration. Leider ist es kein Set. Die Sets wären hier oben. Aber da bin ich auch mal eben schnell am gucken. Wenn wir schon dabei sind, können wir uns auch mal in der Hinsicht gut ausrüsten. Beweglichkeit Macht brauchen wir nicht. Beweglichkeit Macht brauchen wir immer noch nicht. Aber wir brauchen Wille und Kraftringer zu einem Kampf. Dementsprechend, das wird gekauft. Mal eben kurz. So, wir rüsten es im unteren Feld aus. Damit haben wir das erste angelegt. Jetzt brauchen wir nur noch Goldring des Wissens. Das müsste der Ring hier unten sein. Das ist aber ein höherer Ruf. Das ist Verwandtschaft. Und wie ihr seht, kriegen wir kritische Multiplikator für Taktik und kritischen Schaden. Und wir kriegen nachher dann noch maximale Moral und nochmal kritischen Treffer. Aber das dauert leider noch ein paar Minuten. Weil, wie gesagt, wir müssen erstmal... Ja, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Einsame Lande, das ehrenlose Volk, überbringt die Halskette. Muss ich jetzt doch immer mal kurz alle Questgeber hier ablaufen, damit ich die Quest auch loswerde. Es dürfte aber eher sein. Was benötigt ihr? Das ehrenlose Volk, wir kriegen ein Schild. Endlich Essenzen, die wir brauchen können. Dann kann ich die alten nämlich verkaufen. Jetzt, wo wir Ersatz haben. Dann haben wir, wie gesagt, hier noch ein paar Handwerksquests, die wir noch annehmen können. Das wäre dann jetzt hier das nächste Questbereich. Die Krämerin gibt uns auch nur eine Quest, aber hier im Turm können wir eine Quest abgeben. Denn hier treffen wir einen der fünf Magier, nämlich Radagast der Braune. Warum seid ihr hierher gekommen? Wie ihr wisst, im Film ist er leicht ein bisschen duisbartlich dargestellt. Hier ist er eigentlich relativ normal. Wir nehmen das Schild. Werdet ihr mir helfen? Oh, Sumpfmoos können wir mitnehmen, weil es ist ja eine Buchaufgabe. Aber das war's jetzt erstmal soweit hier. Wo müssen wir jetzt dahin? Na egal. Wir reiten als nächstes mit der Schnellreise nach Bremen und machen uns dann auf nach Spragen und gucken natürlich erstmal. Oh Mann, ey. Und gucken derzeitig erstmal, was uns das silberne Geschenk bringt. Winziger Haufen Silberstücke. Das passt ja. Und wenn wir im Bremen sind, fällt mir gerade ein, können wir auch mal nach den Relikten schauen. Und wenn die nicht allzu teuer sind, kaufe ich eben mal ein paar ein. Aber. Hallo. So. So, besser. Tauschen, wir nehmen natürlich den Fuchs noch mit. Ich habe viele tolle Dinge im Angebot. Ist schon klar, dass du viele tolle Dinge im Angebot hast. Ich nehme lieber den Fuchs mit. Den finde ich am süßesten von allen. Den finde ich süßer als das Schaf. Beziehungsweise den Hasen. Nein, das war jetzt ein Fehler, glaube ich. Verdammt leidliche Ladezeit. Oh, ich habe das Schaf noch in der Hand. Schön. Wie ihr seht, wir haben jetzt bei Bingo bis jetzt den Hasen, das Schaf und den Fuchs. Den Fuchs zeige ich euch einfach mal. Geschmeidiger Fuchs. Ich finde ihn sehr süß und er passt zum Kundin. So, wir sind einmal im Auktionshaus. Für die Uhrzeit ist eigentlich relativ viel hier los. Was kann ich für euch tun? Wir wollten ja gucken, ob wir neue
riesige Zwergenschnitzer reinkriegen. Die ziehen wir einfach hier oben ins Feld rein, in den Objektnamen und gucken dann einfach mal. Und wir werden pleite gehen. Sind die Dinger teuer? Also die können wir uns leider bei weitem noch nicht leisten. Und wenn ich ehrlich sein soll, da bin ich auch gar nicht bereit auszugeben. Und die kleineren sind sogar noch mehr wert. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Die für den ersten Beruf, für den Lehrling. Da werdet ihr, da kriegt ihr Tränen in die Augen, was ihr für 5 Stück verlangen könnt. Also ich kann mich auch noch an Preise erinnern, wo dann 5 von diesen Lehrlingsschriftrollen für, haltet euch fest, 2-3 Gold weggegangen sind. Hier haben wir ja wenigstens schon 20er Stacks bekommen. Dann geht's jetzt hoch zum Festplatz. Von hier aus mounten wir wieder auf und reiten weiter nach Schragen. Das sieht zwar jetzt etwas länger aus, als das es ist, aber mit der automatischen Reiterroute von Bre würde es länger dauern, als wenn wir hier zu Fuß bzw. beritten entlang laufen. Ja, das ist bis jetzt alles wieder so eine etwas trocknere Folge. Bis jetzt immer nur Questabgabe, keine neuen Kämpfe. Aber das haben wir leider auch. Aber dafür sind die nächsten Questbereiche wieder schön gestaffelt. Und ja, in den nächsten Folgen gibt es auf jeden Fall wieder Action in den Nordhöhen. Vor allen Dingen in den Nordhöhen gibt es eine sehr schöne Story. Vor allen Dingen hier um Schragen rum. Schragen ist jetzt verdeckt. Hier um Schragen rum, dann um den grünen Weg. Die Felder von Ost sind auch annehmbar. Wenn ihr euch erinnert, in den Feldern von Vornost gab es die letzte große entscheidende Schlacht vom Hexenkönig. Als Vornost dann gefallen ist, weil Vornost konnte sich ja nicht halten. Und die Menschen des alten Reichs, des zweiten Zeitalters, glaube ich, dadurch vernichtet worden sind. Also da bin ich jetzt leider nicht leider so belesen. Das kann ich euch jetzt leider nicht alles so sagen. Da würde ich mich natürlich gerne über Kommentare freuen, die mich in meinen Aussagen bestätigen oder korrigieren. Gerade hier sind, mal kurz gucken, wie viel brauchen wir von denen noch? Orks sind durch. Und da fällt mir ein, ich habe hier in den Auenlanden ja auch, ach, in den Auenland, im Breland ja auch noch einiges offen. Im Breland Spinnenbezwinger? Ach stimmt, wir haben nicht im alten Wald gequestet, dementsprechend noch so viele Spinnen. Also wenn ihr hier im Bereich questen solltet, die Startbereiche, mal kurz rein, also hier in dem Bereich, da kriegt ihr das automatisch voll. Das Mückenwassermoor quillt über von den Viechern. Beziehungsweise... Ja, genau. Dann mit den Ruinen, das werde ich euch definitiv in der Onscreen, also während einer Folge zeigen. Dann kann ich euch nämlich gemütlich zeigen, wo ihr was findet. Die Hälfte davon haben wir ja bereits gefunden. Löst reguläre Questen und Bilbisloch-Ruine etc. pp. Das sind alles Bereiche, die wir im normalen Questen auch durchgegangen wären, hätten wir regulär für die Menschen gequestet. Wenn wir hier an der Questtafel abgeben, gibt es für die Menschen von Bre die EP bzw. den Ruf. Aber das können wir ganz einfach irgendwann mit der Rufinstanz machen. Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen? Hier haben wir dann unsere neuen Quests. Seid gegrüßt. Ziel Nordhöhen. Was benötigt ihr? Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Ja, die Orks hatten ja hier, wie gesagt, angegriffen und einige der Häuser von Schragen wurden dabei zerstört. Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Ja, der arme Wächter ist des Verrats verurteilt worden oder beschuldigt worden, weil... Ohne die Wachen hätten die Orks hier nicht durchkommen können.
Ta-ta-ta-ta-ta. Und hier ist das dritte. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Könnte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Und wie ihr gesehen habt, jetzt sind wir Verwandter der Menschen. Das heißt, wir haben noch eine Rufstufe zu erledigen und wir sind verwandt. Das ist der höchste Ruf. Hier in Schragen müsst ihr halt ein paar reguläre Vorquests machen. Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Um dann habt ihr dann die regulären Aufgaben weiter. Hier müssen wir dann Verteidigungsmaterial besorgen, Hammer, Nägel und eine Säge. Oh je. Und dann müssen wir jetzt die Stadt verlassen und uns ins Getümmel schmeißen. Hier ist die Schragener Brücke. Eigentlich ein gut zu verteidigender Ort. Und unser Feind erwartet uns hier vorne. Wir rufen wieder unseren Sumpfwächter, den ich übrigens heute Abend umbenennen werde. Ich habe einen schönen Namen für ihn gefunden. Aus einem Hörspiel, was ich mir jetzt gerade auf der Arbeit bzw. auf dem Weg dahin anhöre. Und hier kommt noch eine neue Besonderheit. Wir haben jetzt Bereiche mit automatischen Quests. Wenn wir Gegner anschlagen, wie beispielsweise die Crabbeins. Wenn wir die töten, erscheint dann automatisch nach dem ersten Tod eine neue Quest. Und die sagt uns, wir sollen 10 Crabbeins besiegen. Wobei natürlich der erste Crabbein gewertet wird. Einmal rissige Erde. Dann machen wir ein Feuer unterm Hintern. Wie ihr seht, die Jungs sind nur 24. Wir sind 4 Level über denen. Das ist nicht viel Widerstand, was die leisten können. Hier haben wir dann einmal einen Kessel. Dann einmal das Kiste mit dem Schwarzpulver, die jetzt schön hochgeht. An was erinnert uns das? Genau, hier wird wahrscheinlich Saruman, der Weiße, seine Finger im Spiel haben. So, wir nehmen natürlich sämtliche Crabbeins mit, die wir kriegen können. Keile interessieren uns nicht, uns interessieren nur die Crabbeins. Gibt schon so wenig genug von den Viechern. Das war übrigens das erste Lager. Hier oben haben wir dann das zweite und das dritte. Und hinter den Palisaden befindet sich das Hauptlager. Aber da müssen wir, glaube ich, noch nicht rein. Kleiner Leck. Ja, die zwei Lager befinden sich dann auch hier. Hintereinander. Das war ja etwa ein größeres Lager. Der kriegt mal ein bisschen Feuer. Der kriegt ein bisschen Blitz. Ja, genau. Azula. Widerstand ist zwecklos. Wo ist das schwarze Pulver? Ich würde sagen, hier gibt es keins. Ja, wir möchten das beenden mit der Fackel.
Dann haben wir jetzt auch noch die Hämmer beschafft. Jetzt gibt es noch den Kessel und wir besuchen mal das Lager 3. Das waren die automatischen Quests, werden auch automatisch abgegeben, wenn sie beendet sind. Das waren jetzt die Kreppeins. Die Tag-Orks ist auch eine automatische Quest gewesen. Aber ich wundere mich noch, wo das dritte Schwarzpulver ist. Ja, komm her. Ich hau dich wieder freudestrahlend mit dem Stab. Und das mit wachsender Begeisterung. Die Orks da hinten stehen wieder schön gemeinsam zusammen. Die kriegen Feuer. Ich bringe euch Feuer. Auf das ich euch erleuchten kann. Ah, der rennt natürlich nicht durch das Teer. Ist ja wieder klar gewesen. Hier haben wir auf jeden Fall das zweite Feuer. Blub, vom wegen, das zweite Schwarzpulver. Oder müssen wir das dritte... Nee, da sind wir dran vorbeigelaufen. Das dritte Schwarzpulver muss hier unten im Lager irgendwo sein. Aber wo? Ach, hier hinten hat sich's versteckt. Ja gut, das war jetzt schwer zu sehen. Vor allem, das ist ja auch nicht direkt mitten im Lager. So im Grün gesehen. Aber es ist auch schon wieder an der Zeit, die Quests abzugeben. Und meine Zeit sagt auch, dass wir schon uns langsam dem Ende wieder nähern. Das waren jetzt die ersten Quests auf dem Grünweg in den Nordhöhen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir reiten jetzt wieder zurück nach Schragen und beenden natürlich die Aufnahme mit einem schönen Bild von der Schragener Brücke nach unten. 34er Jäger. So, einmal wieder über die schöne Brücke rüber. Und als nächstes müssten wir dann halt die Quests hier oben für das Hauptlager erlangen. Aber das machen wir heute Abend, beziehungsweise das werdet ihr morgen sehen. Und, nee, Quatsch, das ist jetzt die Freitagsaufnahme, das werdet ihr Montag dann sehen. Und von euch verabschieden sich in dieser Hinsicht erstmal wieder euer lieber Gilderlis, euer Schattenwolf am Mikro und euer Sumpfwächter als Begleiter. Tschüss!